generell ein Phänotyp, wie zum Beispiel das Risiko, Diabetes zu bekommen. Das ist eine Eigenschaft unseres Körpers. Man könnte auch Augenfarbe oder Haarfarbe nennen, aber wir sind natürlich hier bei Diabetes. Also unser Interesse momentan ist, das Risiko, Diabetes zu bekommen, hängt es an der Genetik oder an der Epigenetik? Ich werde Ihnen gleich erklären, die Epigenetik, also unser Genom, ist stabil und soll auch hoffentlich stabil bleiben, sofern wir keinen Krebs bekommen, über unser ganzes Leben. Und es ist in jeder Zelle unseres Körpers das gleiche Genom. Da ist wirklich große Konstanz. Und dann haben wir das Epigenom, was ich Ihnen gleich noch erklären werde. Das ist wesentlich dynamischer und ist in jedem unserer Gewebe, in jedem unserer Organe unterschiedlich. Das heißt, wir haben eine stabile und eine dynamische Komponente. Und die beiden zusammen machen den Phänotyp generell für jede Eigenschaft aus, also auch für das Diabetesrisiko. Und jetzt könnte ich mich gleich von vornherein festlegen und sagen, wie viel von welcher Art ist. Also, ich fange es gleich an. Etwa 10% für Typ 2 Diabetes basiert auf unseren Genen. Da können wir nichts viel machen, außer uns bei unseren Eltern oder Großeltern beschweren. Aber 90% sind dynamisch unser Epigenom und das ist unser Lebensstil. Also haben wir es zu 90% in eigener Hand, ob wir Diabetes bekommen. Ja, das ist schon mal die Kurzfassung von dem, was ich Ihnen erzählen möchte. So, das erste Dir. Eine kleine Frage an Sie. Das sind alte Daten, das sind Daten, die stammen aus Norwegen aus dem letzten Jahrhundert. Über einen Zeitraum von 30 Jahren, die Anzahl der neuen Fälle von Typ 1 Diabetes, Sie wissen, die Autoimmunerkrankung, und von Typ 2 Diabetes, also Altersdiabetes. Was ist dort Genetik und was ist da Epigenetik? Sie sehen, die Typ 1 Diabetes-Fälle in diesen 30 Jahren sind konstant und die Typ 2 Diabetes-Fälle in der Summe sind am Ansteigen. Und das war in der Mitte des letzten Jahrhunderts. So, was ist Ihr Bauchgefühl? Wo ist da Epigenetik drin? Im zweiten, im roten. Ja? Also, Typ 2 Diabetes hat klare epigenetische Dinge. Und da ist was passiert in dieser Zeit, nämlich da war der Zweite Weltkrieg. Über 5 Jahre war Norwegen deutsch besetzt. Das hat Auswirkungen gehabt, wie die Versorgung mit Ernährung war und so weiter. Und die Fälle Typ 2 Diabetes sind deutlich runtergegangen. Da ist also was passiert. In dem Fall möchte ich nicht sagen, dass es was Positives war, aber letztendlich ist es was passiert, was in diesem Fall die Typ-2-Diabetes-Fälle runtergebracht hat. Da sehen Sie an diesem Beispiel, da passiert etwas, ja, in dem, wenn Sie wollen, Lebensstil in der Umgebung der Menschen und es verändert das Risiko, Typ-2-Diabetes zu bekommen.